Hallo, mein Name ist Juliette Piotrowski und heute stelle ich euch mein Team vor. Meine Mama ist ganz wichtig für mich. Wenn die mich nicht immer so den Rücken stärken würde und auch frei halten würde, dann wäre ich bei weitem nicht da, wo ich jetzt bin. Und sie unterstützt mich wirklich immer. Klar, haben Mütter wahrscheinlich so an sich, aber ja, egal wobei, sie ist immer da. Ich möchte immer erst selber ausprobieren, ne? Ich möchte versuchen, selber meinen Weg da zu finden. Und am Anfang war es natürlich immer so, sie wusste ja, wie es geht. Also wollte sie mir immer sagen, du musst das so und so machen. Und dann haben wir uns natürlich auch mal an die Köpfe gekriegt. Aber jetzt, mittlerweile, ist das eigentlich so, dadurch, dass wir so einen guten Weg gefunden haben, ich helfe ihr, sie hilft mir, ist das eigentlich deutlich entspannter geworden. Wir versuchen das eigentlich immer so einmal die Woche, uns außerhalb des Stalls zu sehen, weil ich wohne ja nicht mehr zu Hause. Ob wir was essen gehen oder auch mal, was Frauen gerne machen, shoppen. Und dann halt mal über alle anderen Dinge zu sprechen, jetzt, die nicht unbedingt immer was mit Pferden zu tun haben, ne? Wir sind jetzt gute anderthalb, fast zwei Jahre zusammen und er hat mir eigentlich immer den Rücken gestärkt, obwohl er vor mir gar nichts mit Pferden zu tun hatte. Alper heißt er. Ihn zeichnet aus, dass er zum Beispiel, wenn er jetzt mit mir auf dem Turnier ist oder so, er versucht eigentlich nie, mich aus dem Konzept zu bringen, sondern eher, er fragt immer, kann ich irgendwas tun? Brauchst du irgendwas? Oder soll ich dich in Ruhe lassen? Oder auch so vor einer Prüfung. Möchtest du noch was trinken? Oder soll ich dir die Aufgabe noch mal mit dir durchgehen? Oder irgendwie so Sachen. Das hat er jetzt natürlich schon aufgeschnappt. Ne? Wenn meine Mutter gesagt hat, sollen wir noch mal die Aufgabe durchgehen? Dann hat er gesagt, oh, das kann ich auch machen. Der Lebensgefährte von meiner Mutter, Uwe Ostwald, der spielt auch eine große Rolle. Der hat mir damals einen LKW zur Verfügung gestellt und auch so im generellen Boxenvorhänge, Schabracken, halt Sponsoring, ne? Was halt natürlich, wenn du erfolgreich bist, dann wirst du gesponsert, aber du musst ja erstmal so erfolgreich werden, ne? Olli Ulrich, mit dem trainiere ich eigentlich immer in regelmäßigen Abständen seit der Juniorenzeit, auch schon mit Dornfelder und Flickflack. Da allerdings dann immer so auf den Turnieren, auf den Lehrgängen und mit Sir halt auch vermehrt. Natürlich pusht er mich auch, ne? Sagt so und so und du musst das so und so reiten und konzentrier dich und mach das so. Aber es ist nie so, dass ich das Gefühl habe, boah, Mist, jetzt war ich schlecht, jetzt kriege ich gleich Ärger. Oder, ne? Es ist sehr demotivierend, finde ich immer, wenn du mit so einem schlechten Gefühl dann aus der Prüfung kommst. Weil im Prinzip, man versucht ja immer sein Bestes zu geben. Man macht ja auch nicht mit Absicht Fehler. Und das ist schon immer ganz toll. Ja, er kommt dann zu mir und spricht mit mir über die Sachen, die nicht gut gelaufen sind und sagt dann, da müssen wir dran arbeiten, das verbessern wir. Mein größtes Ziel wäre es, mal bei den Senioren eine EM, WM, vielleicht auch mal Olympische Spiele zu reiten. Das wäre toll.